der das Bombardement ganz gut überlebt hat, wie es scheint. Mal sehen, wie viele von denen noch, von den Verletzten hier jetzt noch rauskommen. Ich hoffe mal ein paar. Ich bin immer noch begeistert davon, wie billig diese Springbrunnen aussehen. Angesichts der ansonsten ziemlich genialen Qualität der Sprites in dem Spiel. Und der Hintergrund. Objekte. So, Magic. Here we go. Time to noch lock eine. And load. Hat sogar fast gar nichts abgekriegt. Gehabt bis dato. So. Gangbang. Das ist super, wenn die UN das von oben beobachtet, sieht das so aus, als ob nur einer gestorben ist oder so. Gibt dann auch weniger Ärger mit der Genfer Konvention und so. Wobei bei den Gegnern hat man da, glaube ich, die wenigste Sorge. So. Ich glaube, ganz so viel kommt dann nicht mehr hier raus. Weiß ich jetzt auch wieder ziemlich. Ah, doch mal. Meine Güte. Und die halten auch aus. Das halte ich ja kaum aus. Oh. Oh. Jetzt hier so ein Scheiß. Erledigt. Standing by. Viele sind nicht mehr und dann können wir uns auch endlich das Ende angucken. Ha. Getting to be a drag chasing a mace. We go about our business, they'll probably show. So. Here we go. Time to lock and load. Ah, hier ist wieder einer der guten Verletzten. Die mache ich ja lieber als die anderen. Die muss eigentlich nur noch. Den muss man nur noch den Gnadenschuss versetzen und dann geht das schon. Da ist auch keiner böse. Ready. More undesirables. Ah. Bis wir den entdeckt haben. Sieht nämlich so aus, als ob der sich gerade aus dem Staub machen wollte und das auch noch tut. Schweinerei. Ready. Aber wenigstens verwundet. Wenn nicht sogar schwer. Ready when you know they're out there. Yet all's quiet. So, schmeiß weg. Ja. Here we go. Ebenfalls. Time to lock and load. Ja, ist ein bisschen lame hier einfach zu warten, aber. Ready. Was soll man machen? Bleibt einem hier auch nicht wirklich viel anderes übrig. Denn hier reinzulaufen ist wirklich purer Selbstmord. Wir sehen davon, dass sowieso alles abgeriegelt ist. Also man müsste sich ja schon quasi vorher unbemerkt dorthin schleichen. Dann was legen, in nicht zu große Distanz warten und dann reinstürmen. Das funktioniert gar nicht. Sowieso allgemein feststellen, dass solche Kämpfe im freien Feld teilweise schon spannender sind in solchen Spielen, weil da nun mal wirklich sehr, sehr viel auch schief gehen kann. Ist alles mehr dynamisch und und unberechenbarer. Ich meine, hier, die Fronten sind relativ klar verteilt, man wartet, man hat sich relativ gut verteilt und aufgestellt und dann gucken wir halt mal, wie es läuft. Ah, da ist wieder einer zusammengebrochen. Ich nehme mal an, dass es der Typ war, den Lynx vorhin zweimal angeschossen hat. So. Enemies remain alive, sir. Though they have proved difficult to locate. So. Here we go. Time to lock and load. Nee, doch nicht. Schwupp. Und die Gegner kommen sich auch nicht gegenseitig zur Hilfe. Das ist ein bisschen doof. Standing by. Weiß ja jetzt nicht so, als ob es jetzt wirklich so viel hilft. Superior craftsmanship always gives my weapon the final word.
Gut. Muss ich noch entscheiden, wer denn nun die Ehre bekommen wird, den letzten Schuss zu setzen. Strong. Da hätte ich jetzt eher nicht gerechnet, dass noch so einer hier rumlungert. Ready. Wirklich nicht. So. Perfect. Weil das war, ist der vorhin noch zur Seite gelaufen ist, aber ich glaube, das war kein Weißer. Naja. Oh oh. Here we go. Ach, und jetzt auch noch im Haus. Oh, zum Glück für Abby. Ah! Ha. Standing by. Jetzt muss ich hier natürlich rein. Okay. Das war gar nicht so schlecht eigentlich. Ein noch. Sehr gut. Ready. Und mein Vorschlag ist jetzt. There's something there. Burger. What's that? Den Rest. Oh, hier haben wir ja ein bisschen was aufgesprengt. Mein Plan ist jetzt eigentlich mit dem Rest hier so reinzustürmen, wie ich das jetzt mache. Und das scheint auch gar nicht so die schlechteste Idee zu sein. Ready. Kann ich mit treffen? Ready. Oder. Yo. Ready. Vielleicht noch besser. Hihi. Na komm. Ich hab was getroffen. Yo. Eindeutig Treffer dabei. Okay, das bringt's nicht so. Jetzt mal den nächsten nachkommen. Understood. Na, da brauche ich noch mehr für. Vielleicht noch einen Treffer so hinterher. Der hat auf jeden Fall ein Raketengewehr, ist eher ungünstig. Ich lasse mal noch Hitman nachkommen. Und. Sir. Ja, Kuga. 10-4, Charlie. Sie. Ja, ja. Yes. Gell sollte. Ja, er ist auch vom Gewicht her ganz gut. Vielleicht wäre es ja nur. Vielleicht wäre es ja nur fair, Miguel dann auch gleich den letzten Schuss setzen zu lassen. Yes. Ready. Okay. Das war eher ungünstig. Ja. Verdammt. Ready. Okay, kurz verbinden. Standing by. Okay. Ah. Motherf. Da hinten. Der war das vorhin also. Okay. Mal so. Ja. Sehe ich auch so ein bisschen noch in Deckung gehen, quasi. Standing by. Ready. Okay. Den hab ich vorhin schon genug abgekriegt. Yo. Taken care of. Yeah. Okay. So. Sir. Okie dokie. Yes. Ich weiß zwar, wie das funktionieren soll, aber mal gucken, was passiert. Vielleicht schießen wir nur das Dach weg. Was zur Hölle war das denn? Hallo? So funktionieren Mörser nur, keine Ahnung. In Worms oder so funktionieren die vielleicht so, aber doch nicht hier. So. Ah. What a drag. Boah, was für eine feige Sau. Yo. Got it covered.